Hey du, stopp! Dich kenne ich! Du bist der Kopf von damals! Ah! Wow, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Ich will nur reden. Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zu Chans Gang. Das ist doch aber nicht strafbar. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Später in die Werkstatt. Du bist der Neue? Yes, Sir. Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen. Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Thank you.
mit einem Foto. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort! Wohin darf ich Sie fahren, Sir? Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche, eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet? Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo Sie alten Trödel kaufen. Ah, ein wahrer Kenner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja, genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Und unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Sir.